Guten Tag, da sind wir auch schon wieder bei Fallout 76. Ach nee, sind wir ja gerne bei Fallout 3. Und Leute, ich habe letztens 1,5 Stunden aufgenommen. Mit Schwarzbild. Ab hier. Das heißt, ja, ich hoffe, jetzt nimmt das nicht mit Schwarzbild auf, sonst seht ihr das hier gar nicht, sowieso nicht. Aber jetzt muss ich nochmal 1,5 Stunden rekonstruieren. Und ich war wieder so witzig, ich habe wieder... Also immer wenn ich Schwarzbild aufnehme, ich muss eigentlich mir denken, wenn ich witzig bin, wenn ich denke, dass ich gerade im Moment lustig bin, dann nimmt nichts auf. Also kann ich mir dann auch sparen, das Maul aufzureißen. So. Was habe ich denn hier gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich hier runtergegangen. Aber da hinten bei dem Typen war ich nicht. Warum ist der denn da? Alter! Junge, du Spasti, Alter, wo bist du? Hier ist ein Tor offen. Alter, das ist nicht wahr, ne? Wo ist der Spacko? Sind wir also wieder in den Ja, halt dein Maul. Ich will wissen, wo der Grauhaarige ist. Alter, das ist doch wohl nicht wahr. Ich wollte ihm jetzt alle Munition abkaufen. Nee, ich will nicht mit Alan sprechen. Oder da, oder jetzt. Hier, du. Aufstehen, Arschloch. Aufstehen. Halt dein Maul. Aufstehen. Also, was kann ich tun? Mir was verkaufen. Sehen Sie. Ja, mach ich. So. Ich glaube, ich nehme alles, oder? Ich nehme das. Alles. Ich nehme das. Hier, das. Habe ich auch gemerkt. Nehme ich alles. Kostet mich zwar Kohle, beziehungsweise Kronkorken. Aber ich brauchte Muni. Was sonst so? Energiezellen brauche ich nicht. Habe ich da vielleicht noch welche, mit dem ich dem jetzt hier andrehen kann? Altmetall. Ach ja, den wollte ich auch dem Walter bringen. Habe ich auch dem Walter gebracht. Die Kleisnägel. Ja, sind nicht da. Habe ich nicht. Ich habe so viel Sachen gesammelt, Alter. Ich werde die auch wieder sammeln, wenn ich das alles... Halt einmal. Ich werde die auch wieder sammeln, wenn ich den ganzen Weg so ablaufe, wie ich das gemacht habe. Das mache ich jetzt. Ich versuche es. Weil ich wollte nämlich jetzt... da ist ja so ein Loch hier in der Bude, wo so die Meierlurks rausgeguckt haben. Da wollte ich rein und die Meierlurks alle umbringen. Und dann wollte ich zu GNR, weil ich wollte wissen, was in dem Loch von der Meierlurks drin ist. Ich weiß es jetzt, aber ihr wisst ja. Deswegen will ich euch das auch. Deswegen will ich euch das auch noch zeigen. So, das habe ich ausgerüstet. Jo. Na du Wichser. Halt deine Schnauze. Ich will nichts von dir hören. Ich soll jetzt bloß keiner anschwätzen hier. Ihr dämlichen Wichser. Scheiß Schwarzbild, ey. Ich hab fast schon kurz davor, die Flinte kurz zu schmeißen und hier alles mit Let's Plays aufzugeben. Ich meine, guckt eh keiner. Wird keinen stören. Es wird noch nie, nicht mal jemand merken. Es wird keinem auffallen. Wirklich nicht. Wird keinem auffallen. So, ich hab festgestellt. Das mache ich jetzt erstmal mit was anderem. Oh Gott. Also, ich hab festgestellt. Da die Meierlurks ein Gesicht haben. Da die Meierlurks ein Gesicht haben, dass man reinschießen kann, was nett aussieht wie ein Gesicht. Was werdet ihr sehen? Pass auf, da vorne ist ein Arschficker. Arschficker-Vieh. So ein Fotzengesicht. Ey, Fotzengesicht. Fotzengesicht. Stirb, Arschloch. Gesicht. Das ging aber gestern besser. Dass ich jetzt sowieso überhaupt nochmal heute versuche. Ich hörte die Schritte. Das waren meine Schritte. Ich bin eine feige Sau. Hey, Meierlöck. Schmidtlöck.
Das war der erste Spruch. Die spallert dir in dein Maul! Gehst in die Knie, wa? So, pass auf, ich zeige euch. Der liegt jetzt hier gerade so bereitwillig. Oh. Oh. Der andere hat gerochen. Roll den Revolver, roll. All these things revolve around me. Hey. Wieso habe ich so wenig Munition? Das ist ja auch egal. Ja, ja, hier, komm, komm. Ich hol mir noch mehr. Watson. Hey. Watson Gesicht. Schlauchhack. Ah. 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 Er hat mich verarscht. Hey, Watson Gesicht. So. Was ich sagen wollte. Der liegt hier so bereitwillig. Was seht ihr, was das für ein Gesichtchen ist? Ein Gesicht. Ein Gesichtchen vor dem Herrn. Eine bezahnte. Woher, woraus sollen die eigentlich entstanden sein? Ich meine, die sind ja bestimmt infolge des nuklearen Fallouts, wie man auch bezeichnet, gestorben. Entstanden. Aber woraus? Aus Menschen? Aus Krebs? Haben sich Menschen vielleicht mit Krebsen zusammengetan? Vereinigt? Mit den Krebslurks. Oh, hier liegt eine Brahmenleiche. Leiche. Ich glaube, hier läuft sonst nichts rum. Wir sind aber radioaktiv. Hä? Hier war doch irgendwas. Warte mal. Nach hier nicht was rum. Ich dachte, hier liegt gerade rum. So, ich sage jetzt gleich, warum es da hier so radioaktiv ist. Hier, ich kann leider öffnen und schließen. Mach die Tür auf, ich muss sie durch. So. Hey, also, hier. Was haben Sie für mich? Ja, anscheinend nichts. Was ist mit Barrett los? Er ist mein Assistent und mein Vertreter, falls es mal Ärger gibt. An Ihrer Stelle würde ich mich nicht mit ihm anlegen. Warum nicht? Hast du schon mal was von der Familie gehört? Klar kenne ich die. Ich gehe ihnen aus dem Weg und sie lassen mich in Ruhe. Gut nachbarschaftliches Verhältnis. Sie leben irgendwo östlich von hier. Von wegen östlich von hier. Falls Sie mal lebensmüde sind. Ich glaube, es gibt einen unterirdischen Durchgang zu Ihnen tief unten in der örtlichen Metrostation. Das hätte ich schon mal wissen sollen, bevor ich die Familie gefunden hat. Du ekelhaftes Gesichtsgesicht. Kann ich die Ultrajet kaufen? Ja, sobald Sie mir noch ein paar Zuckerbomben gebracht haben. Ich muss jetzt gehen. Okay, tun Sie, was Sie tun müssen. Mach ich, danke, ciao. Ja. Hey, Barrett. Lassen Sie mich in Ruhe, Sie Glatthaut. Ach, halt deine Fresse, du Fotzenfleder. Hast du dein Gesicht zum, als Putzlapp benutzt, oder was? Der liegt hier bestimmt irgendwo rum. Denken Sie hier mal daran, hier einzubrechen. Guck mal. Ich hab Krokor genommen. Kannst auch machen, was du willst. Da, noch mehr. Warte. Alle. Ihr dämlichen Arschficker. Stefan, was ist denn heute los? Als ob das jemand fragt. Wer soll da denn fragen? Ist doch niemand. Es guckt doch überhaupt kein Schwein. Da ist doch einfach so. Man muss doch einfach mal so hinnehmen. Als Müller? Nix. So, war hier sonst noch was zu mitnehmen. Gibt's was? Nee. Lass mich hier durch. So. Strich den Einkaufswagen durch die Gegend. Ah, so. Ich weiß jetzt, glaube ich, weiß ich nicht. Was habe ich denn als nächstes gemacht? Gegessene Leichen war auf jeden Fall nett. The Ultimate Equestrian Robotics. Ah!
So, ich hab hier, bin ich glaube ich einmal kurz rumgegangen. Ich versuche den Weg nach und nach zu rekonstruieren. Das heißt zu rekonstruieren. Aber hier war nichts. Was ist da denn hier? Da habe ich nicht gesehen. Was ist da oben? Da oben ist ja auch was. Habe ich das schon entdeckt? Ja. Ach, das ist Arefu. Ach, das ist hier. Okay, ich dachte, dann ist ja die Richtung Megatown. Megatown, Megaton. Wo ich jetzt übrigens auch hin wollte. Und zwar wollte ich, Ich habe da irgendwas gemacht. Ich weiß nicht mehr was. Ich glaube, ich war, warte mal, ich muss mal gucken, was ich hier so an Gegenständen dabei habe. Nix, deswegen war ich, glaube ich, doch nicht im Megaton. Was ich aber jetzt trotzdem machen kann, ich kann... Nämlich, der Lucy West sagen, dass Jirn ja noch lebt und jetzt es ihm gut geht. Und dem Baldar kann ich Stahlmetall bringen. Das habe ich ihm zwar später auch noch gebracht, da habe ich noch 3 mehr gehabt als jetzt, aber was soll's. Ist ja auch egal. Außerdem gehe ich schlafen. Hier, Sie haben so viel für uns getan. Ich möchte, dass Sie das hier annehmen. Das ist alles, was ich Ihnen anbieten kann. Ach, das ist aber nett, wenn es Ihnen so viel bedeutet. Machen Sie bitte weiter. Ja. So. Darf ich jetzt mal bitte den Revolver wegstecken? Und, Rivet City wollte ich auch noch besuchen, aber erstmal gehe ich zu weiter. Bei Rivet City, genau, da wollte ich als nächstes hin. Nach Megaton. Also ich werde jetzt erst... Was? Ja, wie bitte? ...dem hier den Schiss geben. Dann werde ich zu Lucy gehen und der dann erzählen mit der Jirn. Dann gehe ich nach River City und hole... Ne, dann schlafe ich. Dann gehe ich nach River City und hole Munition. Dann gehe ich los zu GNR. In Ordnung. Lassen Sie mich Ihnen Ihre Kronkorken... Lassen Sie mich für Ihnen Ihre Kronkorken in den Arsch schieben. Jo, ciao. La, 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 la. Ah ja, das war was. Ups. Schwätz ja nix. Du auch nicht. Ich hab so viel erreicht. Sie soll als Erinnerung an die vergangenen Spaltungen und an das... Es ist schön, Sie wiederzusehen. Denken Sie daran, die Kirche der Kinder des Atoms ist immer für Sie da. Die Erlösung ist möglich. Nehmen Sie Spenden an. Leuchtenden Schrittes voran. Ja. So, ich wollte zu Lucy. Hey, da ist sie ja. Hey, Lucy, ich wollte dir was sagen. Hey! Es ist schön, Sie zu sehen. Ich habe ihr einen Brief gegeben. Ach, danke, dass Sie daran gedacht haben. In der ganzen Aufregung hätte ich das fast vergessen. Sie wissen gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Vielen Dank. Ich dachte, die freut sich ein Ast und ist überrascht, dass er lebt. Aber ich hatte das vergessen. Alter, ich würde die am liebsten abknallen. Oh, in Ordnung. Nee, leck mich am Arsch. Die ist doch durch. Die ist doch fail, Alter. Kannst du mir erzählen, was du willst? Die ist fertig mit der Welt. Das ist... Also, weißt du... Och, ich hab meinen Bruder vergessen. Ich mache ihn Aufriss, aber dann, wenn es soweit ist... Oh ja, danke, dass du den Brief vorbeigebracht haben. Alter, ey. Also, dat! So, was habe ich denn jetzt hier überhaupt? Ein Gegenstand, den ich vielleicht schon in den Schrank packen kann? Eigentlich nix, wa? Oder eigentlich genug. Je nachdem, wie man es sehen will. Hey, ich glaube noch nichts. Das wird sich gleich erst ergeben. Warte, ich muss noch was ändern. Und zwar... Da. So. Hau ab aus meinem Schlafzimmer, du Arschloch.
So, das ist 5 Uhr PM. Ich mache jetzt 12 Stunden. Dann habe ich das 6 Uhr, 5 Uhr AM und dann teleportiere ich mich. Ach ja. Abbrechen. Ich habe genug geschlafen. Ich wollte ja nach River City, da muss ich nicht so lange schlafen. Das kostet nämlich alles, habe ich festgestellt, kostet alles Zeit, sich zu teleportieren. Und deswegen brauche ich gar nicht so lange schlafen. Uf nach River City, wo der Big City Life am happenen ist. Wie viel Uhr haben wir? 1 Uhr 6. Ja, dann werde ich jetzt hier ein paar Muni-Sachen kaufen. Ach ja, ich muss ja warten, die sind ja so. Warum drücke ich mehr auf R? Die sind ja jetzt am Pennen alle. Ich guck mal auf die Uhr, damit ich ungefähr weiß, wie lange ich aufnehmen muss. Sagen wir mal, ich habe jetzt 10 Minuten aufgenommen. Vielleicht noch nicht ganz. Dann, okay. Och Leute, ey. Als ob ich Bock hätte, hier ewig in dieser längenden Stadt rumzulatschen. Ist er das, mit dem ich schwätzen wollte? Hallo. Ja, ist Sie es. Haben wohl beschlossen, sich den Laden anzunehmen. Halt's mal. Kann ich sehen, was ich verschlossen habe? Sie müssen etwas töten. Nicht? Ja, immer die gleiche Frage. Ist doch zum Kotzen. So, das brauche ich. Alles. Das brauche ich. Alles. Die brauche ich. Alle. 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 Ich brauche einfach alles an Munition. Das nett. Luftgewehr nett. Miniaturbombe nicht. Schrotpatrone brauche ich nicht. Ich glaube, hier bin ich fertig. Akzeptieren. Beenden. Geben und Sie mir Bescheid, ciao. Wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Ja, ja, ich komme schon noch. Mit meiner. Ich sammle jetzt. Zisch. Falls Sie mehr Munition. Oh. Nehmen Sie bitte Platz, es wird sich gleich jemand um Sie kümmern. Nee. Ich habe keinen Zit. Ich wollte heute noch mehr erreichen, als einfach nur das zu wiederholen, was ich schon gemacht habe. Hallo. Ich will nicht stören. Mai Wong, was willst du? Bleiben Sie mir vom Leib. Was wollen Sie? Sind Sie einer von denen? Ja, ich bin einer von Ihnen. Schon seit Jahren. Ich tue Ihnen doch nicht weh. Wovor haben Sie denn Angst? Ich denke, Ihnen kann ich es erzählen. Ich war einmal ein Sklave. Ich habe auf diesem Schiff einen Sklavenhändler namens Sister gesehen. Ich habe Angst, dass er hinter mir her ist. Sister. Keine Sorge, ich werde einen Floh und Sklaven nie verpfeifen. Sie sind also eine Floh und Sklave, verstehe. Hey, das geht mich nichts an. Was vorbei ist, ist vorbei. Keine Sorge, ich würde einen entflohenen Sklaven nie verpfeifen. Wirklich? Oh, danke schön. Können Sie mir helfen? Ich mache mir solche Sorgen, wenn er da ist. Ich kann nachts kaum noch schlafen. Mhm. Ich muss da Sinn für sich allein. Ich gebe da kein Geld. Ich muss darüber nachdenken. Ich bin Ihnen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe anderes zu erledigen. Ich habe nämlich hier... Ich kann ja für jeden immer der Wasserträger sein. Das ist einfach so. So, jetzt habe ich hier... Warte, Moment. Moment, Moment. Ich weiß, was das ihr nicht wisst. Und das ist Folgendes. Lass ihn in Ruhe! Was? Aha. Wo? Los geht's! Uff. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin ja dabei. Oh, der Ödler. Ich,
Wollte ihm ja nur helfen. Dann muss ich wohl Zeug beseitigen, wa? Muss ich so beseitigen. Ey! Ich bin ein verdammter Scheiß-Ölrenner! Sonst noch jemand ohne Ticket oder was? Was fliegt denn da schon wieder rum? Das hat schon wieder so ein Hubschrauber. Schraube. Hubschraube. Wo ist denn der Ödländer, hm? Dem ich nichts getan habe? Der muss doch hier irgendwo liegen. Oder ist er sich... Ist er sich verpisst? Da. Ich wollte mir nur helfen. Ich wollte dem wirklich nur helfen. So, jetzt gehe ich hier mal lang. Ja, ich gehe hier mal lang. Aber ich wollte vorher noch die Waffe wechseln. Und zwar auf der Jagdflinte. Jagdflinte. Hart mal auf. Guck mal, hey. Oh. Hätte ich eigentlich nehmen können. Granate. Landspruch sind nicht nett. Aber hier das Ding. Granatkiste. Gib mir all deine Waffen, die du da drin hattest. Und jetzt ist hier aber noch was. Das kann ich euch auch schon mal verraten. Maus! Hä? Hier war was? Das schwöre ich. War nett. Mir auch egal. Was ist da oben? Habe ich das schon mal? Ist da vielleicht mal was? Nee, das ist auf jeden Fall nicht Ruinen von Bethesda. Aber Leute, da oben ist was. Das sage ich euch. Das, ach, da. Das gehört. So machen wir das mal, wo ich herkomme. Hey Leute! Was ist da los? Oh ne! Verdammte Drecksau! Hui! Ja, lass mich überschlagen. Oh Mann! Ja, eigentlich. Wollte ich da ja wirklich hoch. Aber. Ich gehe mal noch ein Stück. Ich speichere erstmal. Und dann. Ach, das ist das, was ich sowieso noch freigeschaltet hätte. Okay. Ja. Ui. Was ist da? Ich geh mal da rein. Was sagen wir da immer? So, pass auf, ich erzählt euch, dann ist es aber nicht ganz so lustig. La 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 la. Was sind denn die
Die Telefonzellen so hoch. Die waren aber groß, die Leute. Sind die infolge der Radioaktivität kleiner geworden? Ach so, ich bin geduckt. Naja, das ist passiert. Das ist jetzt natürlich nicht mehr lustig. Ne! Das waren die Supermutanten. Die Supermongols. Aber ich bin jetzt an was vorbeigegangen, was ich eigentlich nicht machen wollte. Ich wollte nämlich... pass auf, Leute. Es geht gleich weiter in die richtige Richtung. Ich muss aber jetzt mal in die falsche Richtung. Das ergibt sich nämlich aus folgendem. Die Straße, da gehe ich gleich lang. Die. Also da, in die Richtung. Gehen wir gleich. Aber ich wollte vorher noch was gucken. Hier sind nämlich noch kleine Wichser unterwegs. Da zum Beispiel. Die wollte ich mir nicht nehmen lassen. Super, super, wa? Richtig super. Nee. Ja, auf den Kopf. Ja, was ist da jetzt? Hallo? Hallo? Abgeknallt! Bleiben Sie doch mal ruhig! Hä? Wie bleiben Sie mal ruhig? Ihhh! Kleine Schlampe da. So. Das hatte ich im anderen Spielstand nicht so gut geregelt, aber da wusste ich ja nicht, was da auf mich zukommt. Stürmchengewehr. Beenden. Und den nach vorne. Beenden. Und eigentlich war da unten auch noch einer. Ich gehe nochmal kurz gucken. Ich glaube, der hatte auch Muni und so. Da. Deinem dämlichen Scheißköter. Du dämliche Drecksau. Ich komm dir dahin, Alter. Deinen dämlichen Scheißköter kannst du schon mal vorschicken. Dann knall ich dir ab. Dreckige Drecksau. Nix Wachhund, Alter. Piss dich. Du bist jetzt als nächstes dran. Zatz, 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 zatz. Nee, nee. Stimmt, du hast einen Helm. Noch was gehört. Ne. So, jetzt gehe ich nämlich schlafen. Ich bin ja noch hier am Bettchen. Am Bettchen. Am Bettchen, Brettchen. Ah ja, den Helm. Gegenstände, Kleidung, Raider Blastmeister Helm. Lalala. Und schlafen. Kann ich eigentlich jetzt... Wie spät ist es? Ach komm, ich schlaf einfach. Das sind jetzt 24 Stunden. Das sind in Stande... Dann sind es... ich schlaf einfach 16 Stunden. Ich schlaf einfach mal 16 Stunden. Oh. da habe ich das Licht schon angelassen. Das Lichtchen leuchtet die ganze Zeit. Was ist das denn für ein Schieß? Das Lichtchen. Oha. So. Der frühe Vogel fängt einen Wurm. Oder wird von der noch umherstreifenden nächtlichen Eule abgeschlachtet und gefressen.